Hi everyone, ich grüße euch zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind schon wieder 3 Tage zurück aus Deutschland von unserem Horrorurlaub. Erholen wir uns gerade, wir brauchen Erholung vom Urlaub. Und ich habe mich schon sehr gefreut gerade, denn unser Paket aus Deutschland ist schon angekommen. Wir sind Sonntag zurückgeflogen und heute ist es schon angekommen. Wahnsinn. Also es war keine Woche unterwegs. Und was kommt mir da als erstes entgegen? Schmutzwäsche! Yay! Noch mehr waschen. Dabei war ich nicht fertig mit meiner Wäsche. Ja, naja, gut. Die können wir dann getrost beiseite legen. Was haben wir hier? Noch mehr Schmutzwäsche? Ich weiß es gar nicht. Hausschuhe kommen mir da entgegen, weil ich ja nicht mehr reingepasst habe. Das haben wir alles ins Paket gepfeffert. Auch Schmutzwäsche. Okay. Also, gleich wieder waschen. Handschuhe vom Kind. Ja, also ich packe jetzt alles nach und nach aus und zeige euch das. 28 Kilo. Wahnsinn. Eine Maggi-Flasche. Ich habe mir auch nur eine gekauft. Ich glaube, das war der Aufkleber von den Chips. 4x40 Gramm. Ja, also Maggi-Chips. Mann, was habe ich denn jetzt? Also Maggi. Muss natürlich sein. Und ich glaube, das hatte ich schon in Deutschland gezeigt. Die beiden hat mir meine Freundin besorgt. Roter Tortenguss gibt es hier natürlich nicht. Und Sahneschelfe habe ich mir ja besorgt. Das kennt ihr ja schon. So, dann haben wir hier einmal Sapotan noch mitgenommen. Was ist denn hier noch alles drin? Ach, auch noch Klamotten. Okay, die sind sauber. Die hatte ich so raussortiert. Von der Apotheke noch so etwas, so ein Fläschchen, Sakutan und sowas und Meridol für Reisen habe ich umsonst bekommen von der Apotheke. Ja, so, was haben wir noch? Ah ja, die Tasse vom Kind. Die werde ich auch noch gleich dann abwaschen. Hatte ich ja schon gezeigt, Kind hat sich diese Schuhe, das sind so eine Art Chucks, ausgesucht. Ja, von Deichmann. Hast du schon einmal angehabt. Die kommen jetzt hier gleich direkt runter. Oh, ich muss dringend sauber machen, aber wegen meinem Fuß, ich wollte mich noch ein bisschen schonen. Also Staubwischen und saugen muss ganz dringend sein. Ja, ich pack mal die Schuhe alle aus. Ich habe mir, die sind jetzt ein bisschen ramponiert, ist klar. Thomas hat jetzt da irgendwie so da reingestopft bekommen. Ja, es ist nichts ausgelaufen, zumindest oben nicht. Die werden dann ja wieder, oh, seht ihr gar nicht. Die werden ja wieder gerade sein. Aber sieht man das? Das glitzert. Ich liebe sowas, ja. Glitzer. Genau, da komme ich jetzt im Moment noch nicht rein, aber sie bleiben da stehen. So, und dann hatte ich mir ja die Schuhe noch ausgesucht. Das ist auch sehr schön, so mit, wie nennt man das, Lack, ne? So Lack. Was hat er denn hier gemacht? Ah, da ist noch ein Fondor drin. Also er kann super gut einpacken, der Thomas. Das muss ich jetzt erstmal gleich rausholen. Dann habe ich hier noch alte Schuhe. Die habe ich einmal erst getragen. Die sind auch so ein bisschen ramponiert. Aber naja, gut. Wenn man wieder anzieht, dann werden die wieder gerade. Hauptsache, die sind mitgekommen. Die konnte ich dann nicht mehr anziehen, weil dicker Fuß, ne? Also, dicker Fuß. So, jetzt habe ich bestimmt 5 Paar Schuhe, das reicht erstmal. Ich hole mal das Fondor raus und dann geht's gleich weiter. Ja, ich glaube, es wird ein bisschen längeres Video. Ja, könnt ihr mal alle so sehen, was wir unbedingt mitnehmen mussten aus Deutschland, was uns wichtig ist. Werdet ihr jetzt sehen. Also, vorsichtshalber habe ich nochmal Backpulver mitgenommen. In Tütchen gibt es hier auch, aber manchmal gibt es auch monatelang das nicht. Da gibt es nur in so einer Dose. Und das finde ich dann doch schon ein bisschen praktischer. Deswegen habe ich das noch einmal mitgenommen. Und auch einmal Vanillezucker kann man auch mal gebrauchen. Ist sehr, sehr lange haltbar. Ich glaube bis Juni 2026. Also da werden wir das wohl auch brauchen. Also muss ich viel backen. Hier habe ich nochmal Vanillezucker. Habe ich gleich zweimal mitgenommen.
So, dann alles hier verbeult, aber naja. Besser, als hätten wir es nicht, ne? Dann muss halt ein bisschen verbeult sein. Dann haben wir hier noch Kaffeecrema mitgenommen für unsere Senseo-Maschine. 1, 2, 3 Pakete. Genau, dann natürlich Fondor für Thomas. Ich nehme dann mal so diese Krauben mit. Dann kann ich ja meine Kraubensuppe machen. Warum nicht? So, dann hier Schmierkäse, Sahne. Ich baue dann alles nochmal auf als kompletten Überblick. Genau. Dann haben wir hier noch einmal Ketchup mitgenommen. Gewürzketchup. Wir haben die kleine Flasche extra genommen, damit alles ins Paket reinpasst. 6-mal Beefy. Dann habe ich hier haltbare Kochsahne mitgenommen. Ja, eine ist dann schon so ein bisschen verbeult, aber gut. Kann man auch wieder gerade machen. Ist nicht so schlimm. Hauptsache ist nicht ausgelaufen. So, dann haben wir gedacht, okay, wir nehmen nochmal Pudding mit. Schokopudding, dann habe ich gesehen Erdbeerpudding. Wir haben jetzt nicht nur von Dr. Oetker genommen, sondern auch von diesem Ruf. Ist doch auch in Ordnung. Dann Thomas und Kind mögen sehr gerne diese Grießbrei. Die haben wir auch von Ruf genommen. 1, 2, 3, 4 Mal. Ich glaube, wir haben noch. Aber irgendwas ist ausgelaufen. Ich glaube, der Senf. Der Senf ist ausgelaufen. Shit. Okay, dann muss ich sauber machen und dann in den Kühlschrank stellen. Der Senf. Ich dachte, was riecht das so? Okay, Senf hat schon mal Schaden genommen. Da ist schon was ausgelaufen. Und Duschgel, glaube ich, auch. Naja, hätten wir zukleben müssen. Hatten wir nicht so viel Klebeband. Egal. Ja, machen wir weiter mit den Lebensmitteln erstmal. Hauptsache mein Kräutersalz ist nichts passiert. Kräutersalz. 1-mal. 2-mal. Das ist auch ein bisschen kaputt gegangen. Ach, egal. Ich freue mich über alles. Dann haben wir natürlich auch trotzdem ein bisschen Maggi mitgenommen. Diese Hackfleisch. Hackfleisch? Oh, das ist auch irgendwas. Das ist Senf. Okay, wische ich dann ab. Dann hier Sauerteig mit Senf. Ich muss es eben sauber machen. So, dann habe ich hier noch Sauerteig, Hackfleisch, Käselauchsuppe. Haben wir 3-mal mitgenommen. Und dann von L'Oreal die Haarkur. Spülung. 1, 2. Und Shampoo. Spülung und Shampoo jeweils 2-mal habe ich mitgenommen. Das andere hatte ich euch ja schon auch gezeigt mit dem Sauerteig. Dann, oh, das ist der geklebt. Ach nee, das ist so. Hier haben wir einmal Spaghetti Mozzarella mit Tomate. Tomatospaghetti Mozzarella. Dann Rouladen. Ich muss das alles einmal abkürzen. Das ist alles voller Senf. Na super. Ja. Spaghetti. Nochmal Spaghetti, dasselbe. Das ist ja im Prinzip alles dasselbe. 4-mal. Weil das schmeckt echt gut. Das wische ich dann ab. Und dann haben wir hier auch Bolognese. Tomaten-Bolognese. Auch 3-mal mitgenommen. Ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt hatte. Das sind so Kräuter. Gartenkräuter, 7 Kräuter. Dann habe ich hier einmal mitgenommen. Nochmal 7 Kräuter. Und an Frühlingskräuter. Dann nochmal Sauerteig. Dann haben wir hier Sahne, Schmierkäse. Nochmal Sahne, Schmierkäse. Dann Kräuterschmierkäse. Und nochmal Kräuterschmierkäse. Ich hoffe, das nicht zu sehr gedellt. Dann habe ich hier natürlich meine Sonntagsleberwurst. Diese hatte ich ja schon gezeigt in die Kamera. 2-mal, oh, ich muss den Karton weiter wegschieben. 2-mal, wo ist es hier? 2-mal Meerrettich. Sahne-Meerrettich. Auch ein bisschen verbeult. Dann 8 Kräuter von Teekanne. Das packe ich eh aus. Das kommt eh in unsere Kiste für Tee. Dann habe ich hier nochmal so ein Knorr-Asia-Nudeln-Chicken für Kind.
Dann haben wir hier Earl Grey, hat sich Thomas nochmal mitgenommen. Dann Strawberry Cheesecake. Dann haben wir hier Meridol. Das hat mir mein Zahnärztin gegeben, umsonst. Dann haben wir hier nochmal Sahneschmierkäse von Gut und Günstig. Ich habe mir nochmal diese Honigsalbei-Bonbons mitgenommen. Oder? Ja. Nee, Alpenkräuter, genau, zum Lutschen. Hier ist der Kerzenständer, den ich schon gezeigt habe. Nivea noch, was ich gezeigt habe. Dann Rakufin habe ich noch zweimal mitgenommen. Lecker. Dann eine Packung fürs Kind, so welche Rahmen. Nochmal Schmierkäse, Sahneschmierkäse. Und einmal Gouda-Schmierkäse. Dann haben wir hier einmal Pudding noch. Mit Sahnegeschmack. Voll lecker. Dann haben wir hier, die hat Thomas mir mitgebracht. Frühstücksfleisch, Schinkenwurst und Jagdwurst. Dann haben wir hier einmal Knoppersriegel. Das sind Kindsbonbons. Dann der schöne Latschenkiefer. Dann haben wir hier nochmal Tee mitgenommen, karibische Mango. Voll lecker. Dann habe ich noch so eine kleine Nivea für unterwegs. Die ist noch zu. Die bleibt auch zu. Für die nächste Reise. Für die nächste Reise. Dann habe ich hier einmal Natron noch mitgenommen. Hatte ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Nee, das habe ich noch nicht gezeigt. Natron. Ich wollte mal Laugenstangen oder Laugenbrezeln machen. So. Dann haben wir hier Remoulade. Kleine Sünde mit Blaubeeren und Vanille. So. Dann habe ich natürlich meine Glocken mitgenommen. Die Glocken. Dann nochmal Honig-Salbei-Lutschbonbons. Dann natürlich noch Swiffer. Dann haben wir hier alles ein bisschen schwer zerknickt. Puddingpulver, Vanille. Dann habe ich hier noch einmal Kräutersoße. Einmal Paniermehl, weil wir das noch übrig hatten. Einmal Reis von Anke Benz, weil wir es auch noch übrig hatten. Dann haben wir hier noch Blueberry Muffin Tee und Brennnesseltee. Habe ich auch noch eingepackt. Dann haben wir hier natürlich noch Spee. Yay! Weil das war ja übrig. So, dann haben wir hier einmal Nivea noch. Das hatte ich auch schon gezeigt. Und jede Menge Zahnbürsten. 6 Stück. Thomas hatte noch welche. Dann ist hier auch mein Eichhörnchen da. Yay! Wie süß. So, was haben wir noch? Hier ist ein Kassenbon. Was ist da denn drin? Ach, die Comics. Okay. Hier sind noch jede Menge Comics vom Kind und Bücher. Genau. Ja, das war alles im Paket drin. Plus die Schmutzwäsche. Ja. Ist schon jede Menge, ne? Ja, dann packe ich mal weg. Also insgesamt haben wir so bei 180 Euro ausgegeben. Die Kamera wollte gerade nicht mehr. Und ja, finde ich okay. Kommen wir erst eine ganze Langeweile damit hin. Und wir haben dann zu Hause immer ein paar Goodies, was wir uns machen können. Und ich räume das jetzt alles weg. Und dann schneide ich wieder Videos. Genau. Ich dachte mir, ich fasse jetzt kurz unseren Urlaub zusammen. Also, was haben wir gesehen? Wir haben gesehen Krankenhaus, Ferienwohnung, Ärzte, gut, Freunde und Verwandte, kurz ein bisschen. Und was hatte ich noch? Mittelohrentzündung, hat ja geeitert, Nase, Schnupfen, Husten, Bein kaputt. Also, ja, Kind, das mit den Nierensteinen, ja, ganz toll. Ganz toll. Ein bisschen haben wir von Köln gesehen, ein Kölner Dom
Und das Treffen, was sehr, sehr nett war und süß, da hat sich das schon gelohnt, nach Köln zu fahren. Aber im Grunde hatten wir von Deutschland nichts. Also schlimmer geht's nicht. Aber wir haben die Goodies und das tröstet mich so ein bisschen. Ich bin jetzt so ein bisschen traurig, weil ich das ja schneide und dann nochmal damit konfrontiert werde, wie blöd der Urlaub war. Ja, es ist traurig, aber nicht zu ändern. Wir haben schon gesagt, wir werden nicht mehr so lange in Deutschland sein, weil das ja wird immer irgendetwas passieren. Wir geben das erstmal dieses Jahr mit Urlaub auf. Hat keinen Sinn. Es passiert immer irgendetwas. Und mit den Beinen, das war nicht Wasser, sondern das wurde dick, weil die Prellung da war und das irgendwie da im Fuß reingerutscht, so hat es zu mir gesagt, die Ärztin. Und ja, damit habe ich ja immer noch zu tun. Also insgesamt habe ich ja schon fast 3 Wochen damit, drei Wochen schon damit zu tun. Einmal nicht aufgepasst, blöd hingefallen. Es fing ja schon vor dem Urlaub an und eben gerade habe ich gesehen, unsere Toilette lässt wieder Wasser. Das Rohr ist wieder auseinandergegangen. Ja, ganz toll. Da darf ich mich dann auch gleich drum kümmern und das wegwischen. Gut, ich räume das alles weg und freue mich dann auf die kurzen, kleinen, süßen Momente. Wie zum Beispiel das hier. Oder der Schmierkäse, der dann am Abendbrotstisch ist oder morgens. Ja, da hat man dann nochmal so ein kleines Trösterchen. Oder mal eine Beefy. Jo. Kind wird sich auch freuen, hat jetzt endlich die Comics wieder. Die haben wir nämlich alle da reingepackt und die Bücher. Und dann ist Kind auch wieder happy. Ja, ich werde gleich noch eine Maschinenwäsche anstellen und Video schneiden und bearbeiten. Ja, und dann ist der Mittwoch auch schon wieder rum. Morgen gehen wir wieder einkaufen. Dann startet sozusagen unsere Einkaufswoche wieder. Dann gibt es auch wieder ein Food Hall. Ich hatte noch einen Food Hall abgedreht, der ist auch schon fertig. Den schiebe ich jetzt noch ein bisschen, weil ich finde das einfach wichtiger, dass die Urlaubsvlogs kommen und 5 Jahre Irland. Genau. Gut, ich hoffe, euch hat das Unboxing-Video gefallen und ihr lasst alle einen fetten Daumen da und einen netten Kommentar. So unterstützt ihr meinen Kanal und genauso auch ein Abo, würde ich mich sehr drüber freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss, euer Kleeblatt aus Irland.